Moin moin liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Sylt TV. Am vergangenen Samstagabend wurde im Kongresszentrum in Westerland der Henner-Krog-Förderpreis für junge Nachwuchsmusiker verliehen. In der Stadtgalerie in Westerland ist momentan eine Cartoon-Ausstellung zu sehen. Die Autorin Sina Bärwald hat am vergangenen Samstagnachmittag zur Premierenlesung ihres neuen Buches 111 Orte auf Sylt, die man gesehen haben muss, geladen. Und ab dem 15. März gilt auf Sylt wieder die Bäderregelung. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Anschauen unserer Sendung, Ihnen eine gute Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Am 7. März 2015 fand der 27. Henner-Krog-Förderpreis im Kongresszentrum in Westerland statt. Wie jedes Jahr war das Teilnehmerfeld als auch der Publikumsandrang groß. Von Indie-Pop über R&B bis hin zu Punk war jede Musikrichtung vertreten und die Qualität des Gespielten gewohnt hoch. Am Ende waren es die beiden jungen Damen Meret Kraser und Lena Baute, zusammen nennen sie sich Anta Tumanta, die den Hauptpreis als auch den Reinhard-May-Sonderpreis für den besten deutschsprachigen Beitrag für sich entschieden. In der Stadtgalerie in Westerland sind noch bis zum 31. März reizende Bilder zu sehen. Eigentlich sind Bilderausstellungen ein Ort der Ruhe und der getragenen Ernsthaftigkeit beim Betrachten der Kunstwerke. Ganz anders geht's in der Karikaturenausstellung zu. Sie werden sich biegen vor Lachen. 54 der besten Cartoonisten Deutschlands haben ihre Ideen zum Thema Mann und Frau bunt aufs Papier gebannt. 150 Bilder zwischen Liebesfrust und Liebeslust beleuchten auf wunderbare Art und Weise den ewigen Geschlechterkampf. Sie können die Ausstellung montags bis freitags von 14 bis 18 Uhr und an den Samstagen von 10 bis 14 Uhr besuchen und die reizenden Bilder auch in Form eines Buches mit nach Hause nehmen. Orte auf Sylt, die man gesehen haben muss. Die Autorin Sina Bärwald hatte am Samstag zur Premierenlesung ihres Entdeckungsreiseführers geladen und nahm ihre Gäste mit auf eine Reise über die Insel. Zum ersten Mal wurden die Fotos aus dem Buch im Großformat auf einer Leinwand gezeigt. Sina Bärwald erzählte zu den Bildern spannende Geschichten, die wohl bisher kaum ein Sylt-Urlauber so kannte. Oder wussten Sie um die Geschichte von Wolfgang von Gronau, der auf dem Lister Dünenfriedhof begraben ist? Der Luftfahrtpionier startete 1932 von List aus mit einem Luftboot zu einer viermonatigen Weltumrundung. Diese Geschichte und noch einige geheimnisvolle Entdeckungen mehr, viel abseits der üblichen Touristenpfade, hatte Sina Bärwald mit zur Lesung gebracht. Mehr als 1000 Arbeitsstunden stecken in den 111 Orten. Einige Making-of-Fotos wurden ebenfalls bei der Premierenlesung gezeigt. Das Buch kostet 14,95 Euro und ist im Emons Verlag erschienen.
Ab dem 15. März tritt auf Sylt die sogenannte Bäderregelung wieder in Kraft. Der Handel auf der Urlaubsinsel hat dann die Möglichkeit, auch an Sonn- und Feiertagen Waren zu verkaufen. Von 11 bis 17 Uhr können die Urlauber dann shoppen gehen. Nur am Karfreitag müssen die Geschäfte geschlossen bleiben. In Westerland tummelten sich am Samstagnachmittag schon recht viele Gäste in der Innenstadt. Für den Einzelhandel sind die Wochenenden immer starke Umsatztage. Vor 2 Jahren kam der japanische Koch Miki Nozawa in Westerland ums Leben. Ein Streit mit 2 Syltern in einer Table-Dance-Bar in der Strandstraße war vorausgegangen. Am Donnerstag begann nun der Prozess vor dem Landgericht Flensburg gegen die beiden tatverdächtigen Männer. Körperverletzung mit Todesfolge, so lautet die Anklage. Miki Nozawa starb an schweren Hirnverletzungen. Das Gericht muss nun klären, was genau passiert ist.